Gar keinen Bock drauf. Hi, heute mal ein Video aus der Reihe. Ich hatte Lust, weil ich bei DM einkaufen war. Und zwar habe ich meinen Gutschein eingelöst, den ich von meinen Mitbewohnern bekommen hatte zum Geburtstag. Und habe mir da so ein paar Sachen gekauft und vorhin ganz viel aus der neuen Catrice LE. Aus der Soleil DT. Und ich dachte, ich zeige euch mal, was ich gekauft habe und... Ihr seht, ich bin ungeschminkt, das heißt, ich werde sie auch zusammen mit euch ausprobieren. Ich habe noch nirgendwo reingetoucht und bin ganz gespannt und total aufgeregt. Dann werde ich einmal näher zur Kamera kommen, damit ihr besser sehen könnt, wie die Produkte so sind. Und ich werde ein ganz normales Alltags-Make-up machen, im Sinne von, wie ich das so mache, wie ich mich für den Alltag schminke und... Dann schauen wir mal, was passiert. So, ich bin jetzt ein bisschen näher rangekommen und ich habe mir auch außerhalb der LE ein paar Produkte gekauft, die ich jetzt auch zusammen mit euch testen werde. Zum Beispiel aus der Prime & Fine Serie die Transformer Drops in Braun, also dass die Foundation dunkler macht. Und das werde ich jetzt mal zusammen mischen mit der 3-in-1 Easy Match Make-Up Foundation von Manhattan in 30 Soft Porcelain. Ihr könnt sehen, das ist schon sehr hell. Ich gebe mir davon mal anderthalb Pumpstöße auf den Handrücken. Und ihr seht es auch auf meinem Handrücken, die ist zu hell. Und dann werde ich mal einfach ein bisschen was, ja, lieber zu wenig als zu viel, ne, von diesen Drops dazu geben. Und dann nehme ich mir mal so ein Stäbchen halt von einem Pinsel und mische das auf meinem Handrücken. Gucken, ob ihr da zuschauen könnt. Also es wird auf jeden Fall dunkler und es geht auch nicht so ins Warme. Also das Braun scheint auf jeden Fall so einen aschigen Unterton zu haben. Geht eher so in das Kältere statt ins Wärmere. Das werde ich mir jetzt einfach mal auf meinem Gesicht verteilen und mit dem angefeuchteten Beauty Blender dann verblenden. Ja, es passt besser auf jeden Fall. Schon mal als ohne diese Drops. Ich habe vergessen, ihr könnt sehen, was ich da habe. Und dafür hatte ich mir nämlich, weil ich kein Grün mehr da hatte, die Concealer-Palette, diese All-Round-Concealer-Palette von Catrice gekauft, wo ihr hier Grün, Orange, wobei das hinten drauf rosa beschrieben worden ist, aber es ist definitiv kein rosa, es ist ein Orange und hier verschiedene Farben von Concealern. Und dafür habe ich mir... von Essence den Lip Brush gekauft, weil ich das Grün oder auf Pickelchen wirklich nur punktuell geben möchte. Und der Lip Pencil ist super schön klein, fest gebunden und damit kann ich super das auftragen. Gehe ich mal hier rein und das gebe ich mir jetzt nur so ganz leicht auf meinen Pickel drauf und der ist schon so gut wie weg. Also das Grün ist auch nicht stark pigmentiert, das gefällt mir schon mal. Dann werde ich das hier noch. Und hier habe ich gerade auch ein. Und um die Nase bin ich auch ein bisschen rot, deswegen machen wir das heute auch mal hier drum. So, jetzt aber. Also mir ist die Foundation immer noch zu hell. Das könnt ihr, glaube ich, auch gut sehen. Das werden wir später mit dem Bronzer nochmal ausgleichen. Aber... vorher war sie noch heller. So, die Deckkraft hier reicht mir jetzt noch nicht. Deswegen werde ich nochmal in die Concealer-Palette gehen und mir da einen Farbton zusammenmischen. Ich werde mal den und den so ein bisschen mischen. Viel besser. Also ich glaube, die Palette gefällt mir schon ganz gut. Dann werde ich mir, habe ich jetzt nicht neu, den Fit Me Concealer einmal auftragen. Und das werde ich auch einfach mit dem Beauty Blender einmal verblenden. Gebe ich mir immer noch gleichzeitig so ein bisschen als Base mit dem Rest von unten auf das bewegliche Lid. Ich fixiere jetzt erstmal nur den Concealer mit dem Essence All About Matte Puder und so einem Schwämmchen von Real Techniques. Die mag ich dafür ganz gerne, weil dann gehe ich auch einfach nur so ins Puder rein und gebe mir das unter das Auge, weil dann kann ich das nochmal so richtig schön fixieren und verteilen. Wenn es zu hell ist, das ist jetzt nicht schlimm, das pudere ich nachher immer noch mal weg. Und mit dem kommt man nämlich sehr gut hier vorne in die Ecke rein. Aber ich muss das machen, sonst
rutscht mir das immer alles hier vorne in meine Augenfältchen. Gleiche mache ich auch mit den Stellen, die ich wirklich fixiert haben möchte. Das ist jetzt ein bisschen krass. Aber wo mir der Concealer sonst wieder direkt wegrutscht. Oder das Make-up. Und dann gebe ich mir einfach... Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe gerade ein Problem. Eigentlich, ich mache erstmal das Weiße hier weg, weil so lange ich bake nicht. Und deswegen kann ich das einmal direkt wieder wegmachen, weil mir das sonst schon wieder zu trocken wird. Ich habe einmal einen Puderbronzer und einmal einen Flüssigbronzer vor mir liegen. Beim Puderbronzer würde ich jetzt einmal komplett alles abpudern. Wenn ich jetzt dunkler werde, tut es mir voll leid. Das Wetter wird immer hell, dunkel, hell, dunkel. Jetzt habe ich vergessen, wo ich den Satz angefangen habe. Also ich habe hier einmal einen Puderbronzer und einmal einen Flüssigbronzer. Den Puderbronzer würde ich benutzen, wenn ich mein Gesicht schon komplett abgepudert habe, und den Flüssigpuder, wenn ich den Flüssigbronzer einmal, da pudere ich dann noch nicht ab, weil ich Angst habe, das ganze Puder weg. Ich werde mir einfach die eine Seite abpudern und die andere Seite so lassen. Ich glaube, das ist die schlauste Idee, weil ich möchte ja auch beides ausprobieren. Und dann will ich mal später schauen. Ach egal, ich puder beides ab. Ich ertrage das nicht. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Also meine Videos könnten immer so ein bisschen durcheinander sein, weil ich selber, wenn ich anfange mit Schminken, immer überhaupt keinen Plan habe, was ich machen soll. Dann habe ich mir nämlich aus der Catrice Solidité Limited Edition den Sun Stripping Bronzer gekauft in der Farbe C01 Each and Every Sun. Der sieht so aus. Ich finde den super schön. Auch mit dem Design vorne, dass das genau die Linien hat zu dem Druck, der drin ist. Oh, der fühlt sich schön seidig an. Scheint auch ganz gut pigmentiert zu sein. Ich nehme mir mal einfach so einen kleinen Blenderpinsel von Evelyn und gehe da mal mit rein. Und dann werde ich mir das mal auf die Seite hier geben. Ja doch, der gefällt mir gut. Also in der Kamera scheint mir das jetzt hier alles so ein bisschen fleckig auszusehen, aber in der Realität, wie ich hier so sitze, ist er nicht fleckig. Ich gehe mir auch ganz gerne mit so dem Rest vom Bronzer, wenn ich da kaum eigentlich noch was drauf habe, nochmal so ein bisschen über die Nase und überall, dass mein Gesicht wieder so ein bisschen lebt, gerade wenn die Foundation ein bisschen zu hell ist. Der gefällt mir total gut, der ist total schön natürlich. Oh, ich bin auch ein kleiner Depp. Ich hatte nämlich überlegt, den flüssigen Bronzer, der auch aus der Limited Edition ist, in die Foundation mit reinzugeben. Weil, ihr seht den, der ist total, also der ist schon recht dunkel. Der kommt auch mit so einer Pipette und hat so einen goldenen Schimmer drin. Und der ist auch recht flüssig. Und hier steht nämlich auch drauf, kann allein aufgetragen oder mit der Foundation vermischt werden. Gut schütteln. Aber egal. Ich werde mir den jetzt mal auf die Seite geben. Erstmal gut schütteln. Dann gebe ich mir davon auch ein bisschen auf den Handrücken. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht. Und das werde ich jetzt mal so ein bisschen erstmal mit dem... Oh, der ist wirklich sehr flüssig. Dann tupfe ich mir mal hier so ein bisschen... So, hier ist die höchste Stelle des Wangenknochens. Hier würde ich konturieren, weil es unter dem Wangenknochen ist. Und ich gebe mir das mal so ein bisschen in der Mitte vom Bein auf. Okay. Das verblende ich mal mit dem Beauty Blender auch. Könnt ihr was sehen? Also so gefällt der mir jetzt nicht ganz so. Ich finde, der sieht gerade irgendwie so ein bisschen dreckig aus. Also hier finde ich das schön warm. Und hier ist es so ein bisschen dreckig und es sieht hier auch total fleckig aus. Also auch nicht ganz so schlimm, aber ich sehe auch in dem Spiegel vor mir, dass der fleckig ist. Ich glaube, der ist wirklich ganz nett, wenn man den in die Foundation mit reingibt. Ich glaube, dann wirkt der schöner. Es geht.
es geht. Dann werde ich mir ein bisschen Rouge auftragen. Von Trend It Up aus der Tropical Lies LE. Dieses Trio hier. Ich habe mir das in beiden Farben geholt. Das ist jetzt die 020. Ich finde die super schön. Auch der Bronzer und Highlighter ist super toll. Die ist auch noch aktuell. Also wenn ihr die findet oder im Internet schaut, dann ist das echt empfehlenswert. Die ist total toll. Da werde ich einmal den Blush benutzen. Den habe ich nämlich auch noch gar nicht benutzt. Der ist zwar jetzt ein bisschen dunkel, aber dann werden wir einfach mal ein bisschen weniger benutzen. Oh ja. Den finde ich auch super schön. Also auch wenn der hier so dunkel aussieht, aber wenn man wenig nimmt, also der ist natürlich, also der ist gut pigmentiert und das gut verblendet, ist das echt ganz hübsch. Dann habe ich mir aus der Catrice LE diesen Highlighter mitgenommen. Den Duo Highlighter. 1001 Gentle Sun Glow. Der besteht aus zwei Farben. Und irgendwie, also ich fand den total interessant. Aber so kann der mich jetzt erstmal noch nicht überzeugen. In der Mitte ist es eher so ein bisschen bräunlicher und außen ein bisschen rosa mit so einem Goldschimmer. Dafür werde ich einfach so einen kleinen Highlighter-Pinsel mal nehmen und deswegen gehe ich doch dann da mal komplett rein. Dann probieren wir das mal aus. Also der gibt einen richtig schönen goldigen Schimmer ab. Boah, der ist super. Der gefällt mir auch schon mal sehr gut. Dann habe ich mir von Ebeline noch einen Lidschattenpinsel mitgenommen. Das ist ein Naturhaarpinsel. Man muss manchmal gucken, manche Lidschatten lassen sich viel, viel besser mit einem Naturhaarpinsel auftragen und manche mit einem Synthetikpinsel auch total gut. Ich habe mal einen Test gemacht mit dem Mono-Lidschatten von NYX. Fireball hieß der, glaube ich. Da könnt ihr mal sehen, wie das unterschiedlich aufgetragen ist. Das kann man schon sehen mit dem Pinsel. Da habe ich ein Foto bei Instagram mal gepostet gehabt. Da könnt ihr gerne mal nachschauen. Der Instagram-Name steht unten in der Infobox. Und das ist einfach nur so ein kleiner Pinsel, den ich ganz gerne haben wollte, so für den Innenwinkel. Oder wenn ich ein bisschen präziser sein möchte, in der Lidfalte oder unterm Auge. Dafür kann ich mir den super gut vorstellen. Und wenn der gut ist, werde ich mir davon auch noch einen zweiten holen, weil ich muss ein paar Pinsel aufstocken. Und was ich mit dem vorhabe, zeige ich euch gleich. Ich war zu schnell mit dem Pinsel. Ich habe mir nämlich noch aus der Catrice Soleil DT Limited Edition in der Farbe Sunkissed. Quatsch, doch, Sunkissed Mist. Ein Metal Eyelight, so nennt er sich, geholt. Der kommt in so einem kleinen Töpfchen und das ist auch so ein super schöner Champagner-Goldton. Der ist so ein bisschen, der ist nicht flüssig, auch nicht cremig, so leicht gelig vielleicht. Und als ich den geswatcht habe, guckt euch das mal an, der ist so schön. Und den kann man auch am Anfang noch super gut verblenden und dann fängt er an wirklich trocken zu werden und dann bewegt er sich auch nirgendwo mehr hin. Den werde ich mir jetzt einmal mit einem flachen, festgebundenen Pinsel auftragen. Den kann man sich natürlich auch super schön als Eyeliner zum Beispiel auftragen, wenn man so ein Highlight auf dem Auge möchte oder so. Aber ich bin ja im... Wow. Ich bin im Eyeliner auftragen überhaupt kein Pro. Kann ich überhaupt nicht. Und den werde ich jetzt auch einmal auf der anderen Seite... Also wenn man den auftupft, ist der nochmal ein bisschen intensiver, beziehungsweise anders. Wenn man den auftupft, die Kamera schluckt leider immer ein bisschen viel Licht, wenn man den auftupft, ist der goldiger. Und wenn man den so verwischt, dann wird der so ein bisschen glänzender. Also so ein bisschen wie Wasser, so flüssiges Metall. Wenn man den auftupft, ist das eher nochmal so ein bisschen, als wenn man so die einzelnen Pigmente gut sehen kann. Ich kann es anders gerade nicht beschreiben. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dann gehe ich einfach nochmal mit dem Bronzer und so einem fluffigen Pinsel an den Außeninnenwinkel und auch... Scheiße, der Pinsel war dreckig. Egal. Kriegen wir hin. Nochmal einfach an den Außenrand, um das Augen-Make-up ein wenig abzurunden. Ich mache mir das da nochmal kurz ab, weil ihr könnt den Unterschied sehen. Der Pinsel war noch dreckig.
das Dilemma mit den Pinseln. So, weiter geht's. Ich mache jetzt erstmal das linke Auge. Das ist auch ein super schöner Ton als Lidschatten. Dann nehme ich mir nochmal den Highlighter. Und jetzt nehme ich mir den neuen Pinsel, denn ich habe mir von Essence aus der My Must Haves Eyeshadow Serie, die steht hier auch drunter, ne? Hinter. Die Nummer 12 Want a Mint geholt. Der Ton scheint aus dem Sortiment zu gehen, deswegen war der reduziert und ich dachte, der ist voll schön. Den kann man voll schön als Highlighter in dem Augeninnenwinkel nehmen oder vielleicht auch mal ein bisschen unter dem Auge nehmen. Und als ich den geswatcht habe, also bei dem konnte ich nicht abwarten, ich habe den schon mal geswatcht, ich zeige euch das nochmal. Das ist erst so ein Mintton und wenn man den dann so ein bisschen verblendet, dann schimmert der so golden. Also ich finde den, ich bin so begeistert von dem und den will ich jetzt benutzen. Okay, der ist auch gut pigmentiert. Und den gebe ich mir einmal an den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich mir nochmal den Bronzer und denselben Pinsel. Gehe da nochmal ganz vorsichtig rein. Und gebe mir das so ein bisschen unter den Lidschatten von eben, also von dem von Essence. So dass das Auge so ein bisschen am unteren Wimpernkranz nochmal wieder so eine leichte Kontur bekommt. Und dadurch, dass man das so ein bisschen weiter unten versetzt hingibt und der helle weiter oben ist, wirkt das Auge auch größer. Dann tusche ich mir einmal die Wimpern mit der Manhattan Go for Big Waterproof Mascara. Die mag ich ja im Moment ganz gern und die gibt sehr viel Volumen. Gar nicht so viel Länge, aber da wir ein helles oder da ich gerade ein helles Augen-Make-up trage, ist das nicht so schlimm, dass der nicht so viel Länge gibt. Dafür halt eben mehr Volumen. Da ich mir gleich noch eine zweite Mascara-Schicht drauf geben möchte, lasse ich das jetzt erstmal trocknen und mache mir in der Zeit die Augenbrauen. Ich würde den gerade voll gerne anspitzen, aber ich kann meinen Anspitzer nicht finden, deswegen muss das jetzt so gehen. Dann noch einmal. Und dann habe ich mir auch von Essence aus dem Sale einen Lippenstift aus der Matt 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 Serie, die Nummer 04. Voll schade, die hat glaube ich keinen Namen. Doch! 04 Pink Up Your Life. Der ist auch super schön. Im Moment mag ich ja dieses Pinkige. Und den probieren wir jetzt auch mal zusammen aus. So, hier könnt ihr den einmal auch nochmal aufgetragen sehen und wie der komplette Look aussieht. Ich finde den Lippenstift auch total schön. Der ist komplett matt, aber nicht kustfest. Also, da könnt ihr sehen, der färbt schon ab, aber löst sich nicht komplett von den Lippen. Ich finde den schon schwierig im Auftrag, weil der eben fester ist und man nicht so gut über die Lippen gleitet. Da würde ich auf jeden Fall einen Lippenpinsel zur Hilfe nehmen. Das habe ich auch eben gemacht. Und dann geht das auch total gut. Und so gefällt mir der Lippenstift auf jeden Fall auch ganz gut. Und auch der Lidschatten und vor allen Dingen dieser goldene aus der Limited Edition von Catrice. Dann konntet ihr jetzt so ein paar Produkte aus der Soleil DT Limited Edition von Catrice sehen. Da habe ich ja schon ein paar gesehen. Also außer der... Wo ist er denn? Ah, hier. Außer dem Liquid Bronzer, den ich aber auch nochmal mit der Foundation mischen möchte und ausprobieren möchte, hat mir eigentlich alles total gut gefallen. Vor allen Dingen der Bronzer, den finde ich echt am schönsten. Also der gefällt mir so gut und bin froh, da nichts bei gehabt zu haben, was mir nicht gefällt. Wenn ihr gerne öfter solche Videos sehen möchtet, wo man sich so ein bisschen fertig macht, schminkt, dann gebt uns da gerne Bescheid und dann verlinke ich euch hier nochmal das Tages-Make-up von Shania, was sie geschminkt hat. Und oben kommt der Button hin, wo ihr auf unserer Hauptseite landen könnt sozusagen. Da könnt ihr nochmal so ein bisschen durchschauen. Und über ein Abo würden wir uns ganz riesig freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!